Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus. Psalmen, eine Einführung. Psalm 56 ist ein Lied des Vertrauens, das zur Zeit des Aufenthalts Davids in Gat entstand. Vergleiche 1. Samuel 21, Verse 10 und Psalm 34. Der Psalm geht nach der Weise die stumme Taube unter den Fremden. David versicherte, dass er, obwohl ihn seine Feinde vernichten wollten, voller Vertrauen auf den Herrn hoffte, da der von seinen Leiden wusste. Sein Vertrauen führte ihn dazu, Gott schon jetzt für die Rettung aus der Gefahr zu preisen. A. Die Feinde verschworen sich gegen David. Verse 2 bis 8. David betete, dass der Herr doch jene vernichten möge, die sich zusammengeschlossen hatten, um ihn umzubringen. Verse 2 bis 3. Diese Verse haben den Schrei Davids in der großen Gefahr, in der er sich befand, zum Inhalt. Sei mir gnädig, o Gott! Stolze Verleumder verfolgten David hart. 57, 4. Den ganzen Tag lang. 56, 6. Psalm 56, Verse 4 bis 8. Weil aber David Vertrauen auf Gott hatte, dessen Wort er rühmte, erkannte er, dass er sich vor Menschen, Fleisch, wird mit sterblichen Menschen übersetzt, vergleiche Mensch in Vers 12, nicht zu fürchten brauchte. So breitete der Psalmist noch einmal seine Not vor dem Herrn aus und betete, dass Gott seine Feinde hinwegraffen möge. Verse 6 bis 8. Es entstand die Schwierigkeit, dass die Feinde ständig seine Worte verdrehten, sich zusammenrotteten, um ihm Schaden zuzufügen und all seine Schritte verfolgten. Vor ihrer Verfolgung fand er keine Ruhe. B. Aber Gott stand auf Davids Seite. David sprach noch einmal sein Vertrauen aus, dass der Herr von seinen Leiden wusste und ihn bewahren wollte. Psalm 56, Vers 9 bis 10. David war voller Vertrauen, weil Gott ihn ganz genau kannte und sogar seine Tränen erzählte. Sogar seine Tränen zählte. Das Bild, dass Gott Davids Tränen in einem Weinschlauch sammelte, bedeutet, dass Gott seine Leiden nicht vergessen hatte. Aufgrund dieser Tatsache konnte David voller Vertrauen sagen, Gott ist für mich. Verse 11 bis 12. An dieser Stelle formulierte der Psalmist den Refrain vom Vers 5 noch einmal neu. Vergleiche den Kommentar dort. Weil er auf Gottes Wort vertraute, wusste er, dass sterbliche Menschen, Adam, ein weiteres Wort für Mensch wird in Vers 5 gebraucht, machtlos sind, wenn es darum geht, Adam, Gott entgegenzutreten. 13 bis 14. Davids Vertrauen führte ihn dazu, dass er schon voraussah, dass Gott ihn aus der Gefahr erretten würde, so dass er schon die Vergangenheitsform gebrauchte. Du hast mich errettet. So gelobte er, Gott dafür mit Dankopfern zu preisen. Eine weitere Betrachtung, Kurzbetrachtung zu Psalm 56, ist der Ausdruck des Gefühls über die heftige und unermüdliche Feindschaft der Gottlosen, doch die Tränen des Gerechten sind in Gottes Schlauch gelegt. Gott wird anerkannt als der Höchste. Es ist sein Titel in Verbindung mit der Verheißung, nicht in Verbindung mit dem Bunde. Sein Bundesname ist Jehova. Und hier sehen wir den Überrest aus Jerusalem vertrieben. Sein Bundesname ist Jehova. Und hier sehen wir den Überrest aus Jerusalem vertrieben. Doch das Wort Gottes ist ein sicherer Bergensort. Es bringt die Seele der Wahrheit Gottes als Grundlage ihres Vertrauens und umfasst den ganzen Ausdruck seiner Güte und seiner Wege, seiner Treue und auch seines Interesses an seinem Volk. Daher ist keine Menschenfurcht vorhanden. Die Seele des Gerechten wurde vom Tode errettet.
Er war entkommen und entflohen, und jetzt wendet er sich zu Gott, dass seine Füße bewahrt werden möchten und dass er wandeln möchte vor dem Angesicht Gottes, im Lichte der Lebendigen, als Ausdruck der Gefühle eines Gerechten, der aus Jerusalem vertrieben ist und auf diese Weise geprüft wird, aber entkommt, nimmt dieser Psalm einen sehr ausgeprägten und bestimmten Platz ein. Die letzte Betrachtung zu Psalm 56 in dieser kleinen Reihe von NST. Auch diesen Psalm schreibt David außerhalb des Lagers. Psalm 56, Vers 1. Der umherirrende Überrest, Psalm 56, 9, fühlt weiterhin die Unterdrückung von Seiten seiner abtrünnigen Brüder wie auch von Seiten der Heiden. Er sucht Trost, Ermutigung und Leitung im Worte Gottes, Psalm 56, Vers 5 bis 11. So findet sein Vertrauen in den Gott Belebung und er erhebt sein Herz im Lobpreis, während er seine Errettung erwartet.